Und Hallöchen, Popöchen, da sind wir wieder. Ja, Dark Souls 3, Koop. Wohin jetzt, Herr Pumpernickel? Erstmal den Typen töten. Ach, das ist ja einer. Ja, das hätte mit Mama auf dich geschmissen. Oha. Ich weiß nicht, ob hier noch was für dich liegt. Ja, hier an der Leiche. Fernglas, Ball 1. Kann man damit in die Ferne schauen? Ja. Echt jetzt? Ja. Unendlich? Ja. Also wie unendlich? Ja. Unbegrenzt. Weil da stand drauf, dass ich einen Fernglas habe. Ein Fernglas. Halt. Ach, du bist das. Ich dachte schon, da unten ist wieder ein Eindringling. Oh, ja, muss es weitergehen. Moment. Wo kann ich den Fernglas ausrüsten? Ja, ich habe hier eine Rose bekommen. Die besser? Eigentlich schon. Also, wenn das schon eine Deserteursrüstung ist, dann ist die eigentlich schon besser. Weil, naja, die ist leichter. Na gut. Die hat bessere Resistenzen, aber keine bessere Absorbierung. Ja, das ist die gar, weil wenn du zu langsam, halt zu schwer bist, um auszuweichen, trifft man dich sowieso. Aber wenn du leichter bist und weiter ausweichst, dann trifft man dich nicht gut. Einfach. Na gut, da hast du recht. Ja, du hast mehr Erfahrung als ich, deswegen... Ich kann es dir zeigen. Wenn ich halt so eine leichte Stoffrüstung trage, kann ich halt so weit trauen. Mhm. Wenn ich halt jetzt so eine... Ja, so... Schicker Umhang. Trage. Oh. Okay. Ja, ich sehe schon. Ja, dann ziehe ich mal die Hosen um. Tatsache. Lass uns mal weitergehen. Was heißt Balance? Wofür steht Balance? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas war das mit dem Umkippen oder so. Okay. Und wie sehe ich aus? Naja. Er springt tatsächlich etwas weiter. Okay, hier oben war sonst nichts weiter für mich. Nein. Ja gut, dann gehen wir weiter. Runter? Ja, runter. Ja. Hier die Leiter benutze ich nicht vergessen. Okay, Moment, lass mich hier noch etwas umschauen. Ob es hier was gibt. Da ist. Ach ja, da kann ich dir was zeigen. Quasi. Du siehst ja halt den Gang hier. Hm. Da hinten würde den Claymore liegen. Da würden noch ein paar andere Gegenstände rumliegen. Allerdings gibt es ein kleines Problem, das wirst du dann sehen. Ich sehe es schon, das schaut durch die Gitter. Nö. Nein? Das ist kein Problem. Ach so. Ja, komm erst mal runter. Komm erst mal runter. Na, Moment. Ah, Base, okay. Das war meine erste Leiter im Spiel übrigens. Ja, willst du eine Axt haben? Nicht unbedingt. Moment, hier liegt noch was. Okay. Seele eines belassenen Leichnams. Okay. Okay. Ja. Hey, da ist ja jemand mit Pfeil und Bogen unterwegs. Das ist eine Armbrust. Ja. Der liegt hier immer noch. Achtung, zieh dich mal ein bisschen zurück, ich hab ein Schild. Ja, warte mal. Geh mal die Treppe hoch. Okay. Aber nur ganz kurz, nicht ganz hoch. Aber vorsichtig. Geh mal weiter hoch.
Ah, ich verstehe. Soll ich auf ihn drauf springen? Das kannst du auch machen. Wow. Wow. Ach ja, ich glaube, im Multiplayer sind auch die Gegner stärker, habe ich so gehört. Dann gehe ich mal hoch. Ach, deswegen fühle ich mich hier so schwach. Ja. Was? Genau. Was? Von der Treppe! Keine Sorge, ich lebe noch. Was? Ja. Also wenn du das Claymore holen willst, dann wirst du verbrennen. Ich habe aber schon eine Frage, die wegschaffen, glaube ich, weil ich wirklich. Was geht denn da ab? Woher? Warum? Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal meinen Boden. Kann man die töten? Theoretisch schon, wenn du den Pfeiler hast. Aber den Speicher hat den Pfeiler auch nicht. Okay, Moment, dann muss ich ja auch Pfeile und Bogen ausrüsten. Uiuiui, das war ja gerade ganz schön heiß. Hast du mich gerade runtergeschubst? Nein, nie im Leben. Die Leute da umgebracht, da liegen zwei Kügelchen jetzt. Ja, Ritter, und das gibt wieder auch Seelen. Okay, Moment, lass mich hier Bogen ausrüsten. Wie geht das denn hier? Ah, hier. Ich müsste mal ein paar Mal auf den Kopf schießen oder so. Okay, wie geht das jetzt? Wie kann ich die schießen? Ja, erstmal halt anspannen ist halt angreifen, halt gedrückt halt und hier runter von der Treppe verdammt nochmal. Hab ich ihn getroffen? Komm auf diesen Holz. Ja, ich hab ihn getroffen. Komm auf dieses Holz. Alter, die Treppe wird ein Feuerfeld. Ich seh schon. Jetzt hier auf den Kopf. Ich hab gehört, dass man irgendwie auf den Bämmer direkt auf den Kopf. Ja, da klar. Ja, aber da oben müsste eigentlich gar nicht lang gehen. Moment. Wollen wir? Da können wir meine letzten Pfeile verschießen. Weil wenn man da halt. Also wenn man da durchgeht, dann. Die Tür da ist, da halt nach oben drauf. Die Tür ist. Okay. Au! Warum? Ach, vielleicht soll ich dir mal ein bisschen Blut geben. Warte mal. Lass mich noch den letzten Pfeil verbrauchen. Ich leg ihn das bald gut. Warte mal. Gleich. Ah, hier ist ein Geist vorbeigelaufen gerade. Okay. Ja, was? Das geht doch gar nicht. Schnell, hol dir! Wo? Hier bei mir.
Und jetzt? Lass es mal rüberrennen. Nein, nein! Schatz, der ist hier! Der ist hier! Weg da! Warum weg da? Weil da der Gegner ist. Ach so. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Komm her! Verarschen. Ich werd kalt gemacht. Warum kommt denn dieses PvP eigentlich? Das will doch keiner. Vielleicht hast du bei den Einstellungen hier weiß nicht, keine Ahnung. Naja. Was jetzt? Ja, keine Ahnung, was habe ich bei den Einstellungen? Nee, ich weiß nicht. Gar nichts, keine Ahnung. Liegt der Loot dann noch, der vorhin lag? Ich denke nicht. Das wird alles immer wieder passieren. Halt. Mit dem ganzen Loot. Welchen Sinn hat das eigentlich da? Ja, da hinten ist der Drache. Welchen Sinn hat das hier, Korb zu machen, wenn wir gestört werden? Keine Ahnung. Von wegen, das Spiel ist so toll. Ich sehe, du brauchst doch ein bisschen Zeit fürs Spiel, um es toll zu finden. Warum? Ich meine, okay, die Gegner so, ja, okay, aber Spielspaß mit Freunden, sage ich mal, ist was anderes als hier kontinuierlich gestört zu werden. Das macht keinen Spaß. Ich habe keinen Bock, gegen meine Willen, gegen jemanden zu kämpfen. Wie bitte? Wir müssen halt stärker werden. Das hat nichts mit stärker werden zu tun. Das hat was mit Freude am Spiel zu tun. Ich habe zum Beispiel keine Freude daran, Sachen zu machen, die ich nicht machen will. Das hat niemand, denke ich. Was jetzt? Ja, ich habe mir größtenteils eigentlich Koop nur wegen dir geholt. Koop, sage ich. Dark Souls wegen dir geholt, aber ich meine, ich dachte ja, ich dachte jetzt, dass hier man vielleicht hier invasiert wird, wenn man reinkommt ins Spiel, also wenn man jemanden einlädt und dann jemand in die Welt einbricht, aber so. Immer wieder meine ich, das ist doch. Wie Gegner eigentlich mit der Fackel schlagen und zusammen verbrennen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Koop ist jetzt etwas. Wünschen. Also, Koop lässt ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich. Ich meine, man sollte doch das Spaß am Spiel haben. Warum sollte man es denn sonst dann kaufen, ne? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, tschüss und das war's mit der Folge. Das war's mit meiner zwei Glut, die ich hatte.
Und aber ich habe jetzt neue Glut bekommen, ich weiß, aber ich meine ja nur. Wieder zwei. Oh, okay. Ah. Dann. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss.